Daniele Biffi, personal trainer, un mental coach in Berlino. Toi che sa che sia dry, facile, non vuoi che mi domani canzi, mi usa Freund Kettlebell, ja? Heute trainieren wir unsere Sprungkraft und unsere Schnellkraft. Das ist besonders wichtig, wenn du schnell laufen willst. Egal ob du ein Sprinter bist oder ein Fußballer, diese Videomoment sind auf jeden Fall zu machen, zu tun. Ja? Wenn du schnell laufen willst, dann bitte mach auch diese Übungen. So, fangen wir an. Übung Nummer 1. Übung Nummer 1 ist die sogenannte Squat Jump. Ja? Und dann machen wir so. Unser Rücken ist auf, ganz gerade. Wir gucken nach oben. Ja? Unsere Arme sind auf jeden Fall gestreckt. Und dann gehen wir runter. Unsere Hüfte geht nach hinten. Ja? Und dann holen wir unser Kettlebell. Gucken wir nach oben und da 1, 2, 3 und Jump. Ja? Und dann landen wir mit dem ganzen Fuß. Ja? Das ist besonders wichtig. Ja? So, zeige ich dir nochmal seitlich. Ja? Ist das hier. So. Und runter gehen, nach hinten mit deiner Hüfte. Rücken gerade und 1, 2, 3 und Jump. Und Jump. Okay? Das ist besonders wichtig, wenn du ein Sprinter bist. Übung Nummer 2. Übung Nummer 2 ist ein Klassiker, wenn wir mit unserer Kette bearbeiten. Und es ist das hier. So, Rücken ist immer ganz gerade. Ja, wir gehen nach hinten, nach unten, holen wir unser Kettlebell und dann schwanken wir wie eine Glocke. Ja, wir gehen immer hin und her. Und wenn wir so sind, dann drücken wir ganz doll mit unseren Oberschenkeln, ja, und unserer Glute aus. Und so machen wir. 1, 2, 3. Okay? Zeige ich dir auch seitlich, ist das hier. Und 1, 2, 3, 4. Übung Nummer 3 ist meine Lieblingsübung. Und da machen wir auch wieder einen sogenannten Squat Jump, ein bisschen anders als Übung Nummer 1. Und die Übung ist das hier. Also unsere Füße sind ganz gerade, ja, das ist natürlich wichtig. Genauso wie unser Rücken. Gewehr unten, holen wir unser Kettlebell und unsere Startposition ist das hier. Und unser Kettlebell bleibt da, wo sie ist, die ganze Zeit. Ja, das ist wichtig. Und dann fangen wir an, um zu springen. So. Und 1, 2, 3. So, dann zeige ich sie auch seitlich. Wenn ich das hier. 1, 2, 3. Diese drei Übungen sind natürlich sehr wichtig, wenn du schnell laufen willst. Meine Empfehlung, mach bitte diese Übungen. Ja, und dann bist du auf jeden Fall noch schneller, als was du jetzt bist. Perfekt, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.